kein Konzept, der Ehrenbruder, der gerade ohne Monetarisierung rumrennt da draußen, kein Konzept. Kein Konzept, wir sind bei dir, okay? Wenn ich irgendwie dir vielleicht eine kleine Doni da lassen kann, kein Konzept. Wenn du irgendwie die 100 Euro wieder zurückhaben möchtest, die du mal ausgegeben hast, lass es mich wissen, Mate. Konzept legendär, Twitch und die Kids jetzt wollen Lümmel. GTA RP, das größte Ding in Amerika überhaupt. Das, was die meisten Klicks gibt, was am allererfolgreichsten auf Twitch ist. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen, weil ich keine Rolle spielen kann. Ich glaube nicht. Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt's eine Premiere. Ihr habt euch seit Jahren GTA und GTA RP Roleplay gewünscht. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen. I'm a bad liar. Naja, also im GTA RP ist er ja Max, er spielt sich selber, oder? Er nimmt ja keine Rolle an. Also er wird niemals seine Stimme verstellen. Er ist einfach er selber, oder nicht? Heißt er Sancho bei GTA RP? Oh Gott. Und er ist Polizist. Ist er Polizist? Sag bitte nein. Sag bitte nicht, dass er Polizist ist. Oh mein Gott. Max, du hast jetzt einmal die Möglichkeit, was Cooles zu tun. GTA RP, bisschen Drogen verkaufen auf den Straßen. Nein, er muss Polizist werden. Was machst du da? Der ist ein Late. Lass mich doch einmal Ruhe. Jetzt gucken wir 40 plus, Leute. Das ist hart. Ich sag dir so, wie es ist. Das ist hart. Aber das ist hart. Es ist wirklich hart. Oh mein Gott. Lass mich doch einmal Ruhe. Jetzt gucken wir 40 plus, Leute. Du elender Hu. Fuck. Kurz. Alter, er gibt's jedes Mal ab. Woher kommst du? Deswegen, ich komme aus Amberg und wir haben uns auch schon mal gesehen. Nein. Weißt nein. du noch, als du in Tschechien nein. Schau mal. Warst? Bevor dieser Clip jetzt kommt, okay? Ich kann euch jetzt schon mal sagen, kein Konzept hat es so geschnitten, dass danach viele Fragen offen bleiben. Es wurde danach aber nochmal alles geklärt, ja? Das, was ihr jetzt hört, den ersten Eindruck, den ihr nach dieser Story bekommt, ist nicht der Eindruck, der stimmt. Die drei Mädels. Du bist mit Knossi da gewesen. Ach und so. Und wir sind spontan vorbeigefahren und dann durften wir mit zu euch hoch. Wiederschauen und rein ja! Ja, guck mal! Digga! Was? Digga, ist es ein. Oh shit! Hä? Ich musste jemanden hinterher, der irgendwie nicht bezahlt hatte und auch sich nicht umgezogen hatte. Oh nein, alles gut bei dir. Gieß dir gut, gieß dir besser. Gieß dir besser, du Ken. Gieß dir besser, du Hundesohn, du. Ich sag dir ehrlich, wenn ich ein Kind kriege, dann will ich auch 100% da reinstecken. Sehr schwieriges Thema. Wieso ist dein Gesicht so kacke? Mein Gesicht ist nicht so. Wieso ist das so kacke? Was 1:1? Die Zähne? Da sag ich ja. Die Zahnfarbe? Klar, da ist sie. Die Zahnfarbe, guck hin, mach mich nebendran. Original, die Zähne. In dem Paket sind zwei Bücher von Merkel und dir. Ah ne, von Marcel und dir. Da steht doch Merkel. Ja, doch, ist von Merkel. Merkel mit C. Also jetzt muss ich ja mal dazu sagen, natürlich das Einzige, was jetzt hier ein wenig sagt. Oh no, I hope I don't fall. Hä? Digga, was hat denn für ein Bro, was hat denn für ein Schreibtischstuhl? Was ist denn das, Digga? Das ist... Wenig sagen. Oh no, I hope I don't fall. Bro, hä? Selbst wenn ich ganz vorne sitze auf diesem Stuhl, passiert gar nichts. Was ist für ein Stuhl, Digga? Partner direkt wechseln, ich sag dir, wie es ist. Wie andere Streamer auf Spenden reagieren. Danke für ein Bit. Danke. Danke für den Support. Versus Monte. 500 Euro Donation. Kuss, Digga. Wenn ihr ein Date habt, eine nice Chick einladet oder auch als Mädel einen nice Boy einladet oder auch als Boy einen nice Boy einladet oder auch als Mädel ein nice Mädel einladet, wie auch immer, dann geht ihr her und kocht einfach mit der Person was zum Essen, weil die Gesprächsthemen gehen einem nicht aus, weil du weißt nicht, was du sagen sollst. Du sagst, reich mir mal bitte das Salz, reich mir mal bitte das Pfeffer. Ihr könnt immer was sagen, ihr habt immer Gesprächsthemen und ihr habt eine Tätigkeit, die wirklich sehr intim ist, ja. Zum Beispiel, dann steht das Mädel am Herd und ich laufe dran vorbei. Huch, aus Versehen über...
Und es ist einfach eine super Sache, da könnt ihr euch super annähern. Guck mal, ich hab gebremst, wurde trotzdem abgebremst. Gar keinen Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe, ist egal. Braucht sie einen guten Körper? Ja. Vom Berg, oh mein Gott. Hey, warte mal. Bus nochmal. Das ist wirklich eins von Knockout. Chat, wollt ihr die Uhr noch sehen? Also, das ist jetzt nicht auf frech oder so gemeint, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt Uhren und Düfte skippen und zu der Schwester vom Markt vorgehen. Hey, kein Konzept, Bro. Also, du freestylst dir aber auch die Sache zusammen, wie du willst, oder? Da stimmt ja hinten und vorne gar nichts mehr. Erst der Clip mit, als wir im Casino in Tschechien damals die kennengelernt haben und irgendjemand hat gefragt, ob die noch hochkommen wollen auf korrekt. Das war nicht mal ich, Bro. Ich habe damit nichts zu tun. Danach wurde aufgelöst. Darauf wurde geschissen. Ist auch nicht schlimm. Habe ich auch schon öfters gemacht. Bruder, aber das ist ja wirklich, das ist Next Level frech, Mann. Wenn Marc das sieht, Alter. Hey Sascha, könntest du bitte den Fussel auf deiner linken Schulter entfernen? Im triggert und falls du jetzt gecheckt hast, ob da einer ist, geh weiter. Achtung, wenn du mit flackernden Lichtern nicht klarkommst, schau den Clip nicht. Hä? Boah, Kreis, jetzt hast du da. Ey, oh, hey. Oh Mann. Beide. Look at Randy Orton slithering. Watch out. Wir feiern Junggesellenabschied. Der könnt ihr alle bumsen. Das merkt man sofort. Ich werde nach diesem Stream, werde ich mich ordentlich anziehen, genau wie er. Und ich werde auf die Straße gehen und die Frauen einfach nur angucken, ohne irgendwas zu sagen. Und es wird genau auf dasselbe hinauslaufen. Die sympathisieren ja alle mit ihnen, obwohl er alle böse anguckt. Genau so werde ich es machen. Er ist auch nicht hässlich. Boah, was? Bro. Kian, mit einem selbstbewussten Auftreten, mit einem coolen, lässigen Charakter, ist schon viel möglich. Dann ist Aussehen wirklich nur eine Nebensache. Was bringt's dir, irgendjemanden anzugucken, der oder die schön ist, wenn du dich nicht unterhalten kannst, wenn der Charakter für dich nicht interessant ist oder darüber hinaus gar nichts passiert? Das bringt dir gar nichts. Kilian, ich bin mir sicher, du hast richtig, richtig gute Chancen. Du bist ein zuverlässiger, loyaler Typ. Dir steht die Welt offen. Ist er im Chat oder was? Hat er gerade heimgeschrieben? Leute, was ein Timing, Digga. Was geht, Kilian? Dann lass uns treffen. Ich bin in Berlin. Ey, Kilian, kommst du heute Abend auch? Weil dann können wir uns wirklich heute Abend treffen und wenn du magst, können wir uns auch küssen. Hab nochmal gefragt. Ja, okay, dann let's go. Wieder mal kein. Die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Wir wollten ja The Last of Us 1 und 2 spielen. Danke für den Voice-Crack. Voice-Crack beste einfach. Das war das Video. So viel dazu. Kein Konzept. Ich weiß auch nicht, was in der Folge los war. Ich glaube, du warst ein bisschen hilflos auf Twitch unterwegs und hast dir gedacht, okay, ich nehme jetzt einfach mal 3 Clips aus meinem letzten Stream. Ey, kein Problem so, ne? Aber...